Herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video aus einer neuen provisorischen Videolocation. Ich habe es mir heute gemütlich gemacht in meinem fetten Chesterfield-Sessel. Und ein lang ersehntes Video wird es heute geben, und zwar das Haar-Update. Ich glaube, wir haben im August oder Juli für euch quasi den ersten Zwischenstand nach meiner Haartransplantation bei Bank of Hair gedreht, und da sah das Ganze schon ganz gut aus, aber man kann natürlich noch kein wirklich sinnvolles Fazit ein, zwei Monate nach einer Haartransplantation ziehen. So, was habe ich seitdem getan? Ihr habt in meinem alten Video, das verlinken wir euch hier einmal, mein gesamtes Protokoll aufgezeigt von Finasterid über Minoxidil, RU58841, Dermaroller und so weiter, und auch hier Zolin Shampoo. Und ich muss sagen, ich habe dieses komplette Programm nicht im Ganzen so durchgezogen, aus mehreren Gründen. Und der Hauptgrund, und das ist auch ein sehr guter Grund, ist, ich glaube nicht, dass es nötig gewesen ist, denn das Ergebnis, was ich so habe, lässt sich, glaube ich, relativ schwierig toppen. Nochmal so als kleiner Reminder, Bank of Hair hat bei mir quasi nur den vorderen Bereich transplantiert und die Platte nicht. Heißt, wir haben quasi einen direkten Vergleich, was das Minoxidil gemacht hat und was letzten Endes die Haartransplantation gemacht hat. Was habe ich weggelassen? Ich war konstant mit meinem Minoxidil und meinem RU, das habe ich eigentlich jeden Tag morgens und abends aufgetragen. Das war einfach so der geringste Aufwand. Was mir jetzt über die Zeit aufgefallen ist, was halt ein bisschen nervig ist: sobald die Haare länger werden, habt ihr wirklich ein Problem mit dem Minoxidil, das vernünftig auf die Kopfhaut zu bekommen. Schaum, das müsst ihr gar nicht versuchen. Heißt, es geht nur in Liquid, und auch das Liquid, das bleibt im Endeffekt in den Haaren zum Großteil kleben. Heißt, man muss ein bisschen mehr benutzen, um die gesamte Kopfhaut abzudecken. Und es verklebt einem auch einfach die Haare. Das muss ich sagen, finde ich auch immer noch sehr, sehr nervig. Ich habe es so gemacht, ich habe mir Minoxidil meistens morgens direkt nach dem Aufstehen auf den Kopf gemacht, habe das einwirken lassen, habe dann mein Cardio gemacht und habe dann geduscht. Danach waren die Haare natürlich schick, und abends vorm Schlafen, so bin ich nicht den ganzen Tag mit verklatschten Haaren rumgerannt. Noch ein Nachteil hat das Ganze mit sich gebracht: es trocknet die Kopfhaut wirklich ziemlich aus, weil, glaube ich, einfach viel Alkohol enthalten ist. Heißt, hat das Zeug einfach nicht länger auf der Birne als nötig. Wenn es eingezogen ist, ist es eingezogen. Ja, das Ketozolin Shampoo ist auch nicht übermäßig gut für die Kopfhaut, was so Austrocknen und so angeht. Heißt, da kommen einfach zwei Faktoren zusammen, die relativ schnell so zu Schuppen und so führen. Ne? Ja, ich würde sagen, bevor ich lange weiter schnacke, zeige ich euch einfach mal das Ergebnis. Ich habe meine Haare extra vor einer Woche ein bisschen kürzer gemacht. Ich hatte sie, die sind natürlich schon ungefähr so lang gewesen. Aber auch ehrliches Fazit: ich muss sagen, könnt ihr erstmal gucken, ne? Wenn man so schaut, ist hier der Bereich vorne, wo transplantiert wurde, ist alles sehr, sehr dicht geworden. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera gut erkennt, aber hier hinten die Platte ist auch sehr gut nachgewachsen, aber es ist definitiv weniger Haar da, als es im transplantierten Bereich ist. Ich habe hier vorne da und auf der Seite habe ich so zwei Narben. Da wachsen logischerweise einfach keine Haare. Das hat jetzt nichts mit Haarausfall oder so zu tun, sondern das sind einfach, das ist einfach Narbengewebe, da wächst nichts drin. Heißt, das wird auch nicht zugehen, aber das stört mich jetzt nicht so doll. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, wie die Haare angewachsen sind. Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich groß Grafts verloren habe. Und interessanterweise muss ich auch sagen, dass ich normalerweise fallen dann die Haare nach einer Haartransplantation aus und wachsen danach. Und ich muss sagen, das Gefühl hatte ich fast gar nicht. Also es ist eigentlich, ihr habt ja das letzte Video gesehen, das war kurz nach der Haartransplantation. Und seit diesem Zeitpunkt ist es eigentlich einfach nur konstant mehr geworden und nicht weniger. Und das hat, denke ich, etwas mit dem TB500 zu tun, was ich genommen habe, weil das einfach die Durchblutung der Haarfollikel enorm verbessert, und ich glaube, dann fallen die gar nicht erst wieder aus. Also als Geheimtipp quasi für alle Leute, die eine Haartransplantation machen, benutzt zumindest in den ersten paar Wochen danach TB500,
dann habt ihr mit ein bisschen Glück gar nicht das Problem, dass euch die neu transplantierten Haare erstmal wieder ausfallen. So. Ja, was man gesehen hat, vorne bin ich sehr, sehr zufrieden. Platte ist gut, was passiert, also auch das Minoxidil und das RU an sich hat sehr, sehr viel gebracht. Allerdings bin ich da noch nicht zufrieden. Also alles gut, ich mag so rumrennen, auch ohne Cap und so weiter. Gerade mit ein bisschen kürzeren Haaren finde ich, fällt es nicht so auf, aber ich habe mich dazu entschlossen, nächstes Jahr auf jeden Fall quasi nochmal einmal den Hinterkopf zu machen und dann habe ich Ruhe. So. Was sind die Sachen, die ich nicht konstant durchgezogen habe? Das ist der Dermaroller zum einen. Einfach, weil ich selber super nervig fand. Ich habe das wenn immer meine Frau machen lassen und irgendwie, keine Ahnung, das hat sich über die Zeit immer weniger geworden. Irgendwann habe ich es einfach weggelassen. Wahrscheinlich wäre das Ergebnis am Hinterkopf besser gewesen, wenn ich es konstant gemacht hätte. Aber das habe ich einfach so aus Nervgründen gelassen. Und das Finasterid, das habe ich weggelassen, weil das RU so gut gewirkt hat und da offensichtlich ja auch die Haare hier gekommen sind, dass ich gedacht habe, es bringt mir eigentlich relativ wenig, mein DHT-Level noch weiter runterzudrücken, da ich sowieso auf THT die meiste Zeit bin und nicht viel anabole Steroide im System habe, gibt es da eigentlich keinen Grund. Wäre vielleicht etwas, wenn ich mit dem Zeit gefahren würde und mehr Testosteron nehmen würde, würde ich in Zukunft wahrscheinlich auch Finasterid dazu nehmen, aber jetzt sehe ich das als erstmal quasi ein Medikament zu viel überflüssig. Was ich auch noch jetzt in der Zeit gelernt habe mit dem Ketozolin, ich habe das quasi bei jedem Duschen benutzt und habe es immer so 10-15 Minuten einwirken lassen. Ich habe mich inzwischen ein bisschen weiter schlau gemacht und die Leute, die die besten Ergebnisse mit dem Ketozolin-Shampoo alleine gehabt haben, machen das in der Regel so, dass sie den Kopf einschäumen, richtig einmassieren und dann eine Badekappe aufsetzen und das für eine Stunde quasi einwirken lassen. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist mir zu nervig. Aus dem Grund mache ich das nicht. Ich benutze das Ketozolin trotzdem weiter bei jedem Duschen. Kommt wahrscheinlich auf die Woche gesehen auf dieselbe Zeit, ne, wie das auf dem Kopf ist, an. Ist nur halt ein bisschen verschwenderischer. Aber so wahnsinnig teuer ist das Zeug auch nicht. Ja, das ist so der Status quo. Eine Sache, mit der ich nicht so zufrieden bin, muss ich ehrlich sagen, und das hat jetzt quasi was mit der Haartransplantation an sich zu tun. Ja, wie ihr seht, ja meine Haarlinie und mein Verlauf und so weiter, sie sitzen aber einfach anders, als sie vorher gesessen haben. Und dadurch gefällt mir meine Frisur mit ein bisschen längeren Haaren nicht so arg. Ich habe das Gefühl, dass meine Stirn viel höher wirkt, als sie es vorher getan hat. Mein natürlicher Haarverlauf ging ein bisschen weiter nach vorne auf die Stirn. Also die ging hier vorne nicht so glatt ab, sondern ich hatte hier quasi noch so einen Zipfel, dafür halt einfach ein bisschen mehr Ecken. Sah ein bisschen natürlicher aus. So, mit kurzen Haaren finde ich es ziemlich gut. Ist so ein, keine Ahnung, so eine Frisur wie so ein, weiß ich nicht, wie man das nennt. Ne? Die Leute, die sich extra hier noch so die Ecken ausrasieren, ob du eine so eine glatte Kante hast, gibt es bestimmt einen Namen für. Aber ja, grundsätzlich bin ich zufrieden. Vielleicht lasse ich das noch korrigieren bei der nächsten Haartransplantation. Vielleicht auch nicht. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden. Auch mein Spenderbereich ist nicht groß vernarbt oder so. Man sieht es eigentlich gar nicht. Ich habe ab und an, habe ich mal im Spenderbereich jetzt Pickel am Hinterkopf. Also quasi an den Stellen, wo die Haarfollikel entnommen wurden. Da passiert es mir jetzt öfter, dass mir da irgendwie entweder was einwächst oder ich einen Pickel kriege oder so. Das habe ich vorher noch nie gehabt. Wahrscheinlich, weil da jetzt einfach so wie Hauttaschen oder so sind, keine Ahnung. Aber auch nicht schlimm, also nichts groß entzündet oder so. Und ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ergebnis findet. Wie gesagt, die Haartransplantation war, glaube ich, im Juli. Jetzt haben wir November, also noch gar nicht so lange her. Man sagt ja normalerweise, wenn man das volle Ergebnis hat, man erst nach 12 Monaten. Aber ich denke nicht, dass ich da noch groß viel tun kann. Wenn ja, umso besser. Aber soweit bin ich erstmal zufrieden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch sowas in Zukunft auch weiter interessiert, nicht nur Bodybuilding-Content, dann lasst mir bitte ein Abo auf dem Kanal da. Like dieses Video, schreibt einmal eure Meinung zu meiner neuen Frise in die Kommentare. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, ciao, bis zum nächsten Mal.